Gaudi-TV-Fans. Bei mir ist der Christian Scherker und zwar ist es eine absolut oberwichtige Person in diesem Zelt. Herr Scherker, wie ist denn Ihre offizielle Bezeichnung? Offizielle Bezeichnung ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich sage immer so ein bisschen Mädchen für alles oder Concierge von der Wiesn, der so für alle Gäste da ist, für die Reservierungen da ist, der sich um alle Wünsche kümmert, wer wo sitzen will, wer was essen will und wer wann kommen will. Was sind denn so die Hauptwünsche von den Gästen? Die Hauptwünsche von den Gästen ist eigentlich, das ist ganz unterschiedlich. Der eine sagt immer, also gibt Platzierungswünsche, dass der eine immer sagt, er möchte unbedingt gerne am Fenster sitzen, der andere möchte gerne unbedingt bei der Band sitzen, ganz wichtig. Ganz wichtig ist immer die Frage, ob ich unten oder oben sitze. Oh. Manche sind momentan dabei, dass sagen, ich möchte lieber draußen sitzen, weil halt viele Raucher auch dabei sind und das ist ja streng verboten auf der Wiesn. Da muss ich jetzt mal einhaken. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen oben und unten im Zelt? Eigentlich ist der Hauptunterschied zwischen oben und unten eigentlich nur, sage ich mal, so vielleicht die Lautstärke noch später, wie gefeiert wird. Und vielleicht, dass die Band oben ein bisschen mehr rockiger spielt als die Band unten. Aber ansonsten haben wir eigentlich genau die gleichen Tisch, genau die gleichen Plätze, genau das gleiche Essen und das gleiche Bier. Wann geht denn der Reservierungsstress bei euch so richtig los? So richtig los, also während der Wiesn geht er eigentlich immer so richtig los am Abend, wenn die Abendreservierungen kommen. Das heißt, es wird so spannend ab 18 Uhr, wenn wir in den letzten Vorbereitungen sitzen und uns nochmal überlegen, immer wie wir wen platzieren. Und dann geht es eben so richtig los zwischen 18 und 20 Uhr und da ist dann richtig stressig, wenn alle halt kommen und reindrängen. Jetzt kommt meine Frage aller Fragen. Was muss man machen, wenn man kurzfristig im Käfer einen Tisch ergattern will? Kurzfristig ist schon mal ganz schwierig natürlich, weil die Wartelisten bei uns lang sind. Also sprich, auch wenn jemand einmal absagt, ist, haben wir einfach eine sehr lange Warteliste, wo wir dann hin und wieder halt einen Tisch hergeben. Aber die Absagen sind so gering, weil man auch lange wartet, bis man einen Tisch kriegt. Ja. Aber ihr habt schon so eine Art Promi-Bonus. Also ein Tisch ist wahrscheinlich schon irgendwie immer so ein Wengerl frei, falls doch mal ein Boris Becker oder ein Roberto Blanco sich ankündet. Eigentlich sage ich mal weniger, aber ein kleines Backup haben wir immer irgendwo in der Hand, weil sich wie gesagt ab und zu gerade die Prominenz auch etwas kurzfristig anmeldet. Gibt es irgendeinen Tipp, den Sie unseren Wiesn-Gaudi-TV-Schauern mit auf den Weg geben wollen? Ein Tipp, kommt zum Käfer. Wir haben die beste Gaudi und die beste Stimmung auf der ganzen Wiesn. Und Horst am Mast, Horst an Spaß, gell? Genau, das ist richtig. Genau. Das war Christian Scherker. Vielen Dank fürs Interview. Gerne. Und noch einen schönen letzten Tag. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.